Der Wald. Wow, okay. Ich sehe dich aber gerade noch nicht hier. Ich weiß nicht, normalerweise sollten wir uns eigentlich relativ schnell sehen können. Ich glaube nicht, dass die ganze Bist du schon Geschichte. irgendwo rausgelaufen oder so? Nein, ich bin gerade unterwegs, aber die Treppe, die gerade zu ist, runterzulaufen. Eigentlich sollten wir tatsächlich auf Ja, einem. ich bin noch ganz oben. Okay, warte mal, ich bin nur die erste Stufe runtergelaufen. Also ich bin quasi aus dem Ausgang noch raus erst. Erst jetzt gerade. Ach so, ja, nee, dann sehe ich dich nicht, nee. Weil eigentlich sollten wir uns tatsächlich schon direkt sehen, weil es gab ja auch keine Menü zum Einladen Oh, da oder so. sind Ghule. Oh, da sind Ghule. Ja, hier rechts sehe ich, schwacher wilder Ghoul. Eine Impro-Pistole. Okay, die rüste ich gleich mal aus. Gut, ich habe eine Waffe. Ne, ich wundere mich tatsächlich, dass wir uns gerade noch nicht sehen. Warte mal. Ja, doch, wir müssen uns tatsächlich. Ich trete mir da einfach mal bei. Doch, ich kann über Options kann ich dir beitreten. Sekunde, ich hüpfe mal kurz zu dir rüber. Okay. Das war quasi. Also bleib jetzt da, wo du bist, mehr oder weniger. Dann kann ich da. Dann sind wir Naja, gleich ich bin eh zusammen. hier noch mit dem Roboter am Quatschen. Gut. Ja, nochmal. Also selbst wir, also ich, oder ich gerade in dem Fall, ich versuche zu lernen. Noch in diesem Spiel. Also ich kann auch nicht von Anfang. Ja, ich habe diesen Teil auch noch nicht gespielt. Das muss man auch nochmal erwähnen. Ich habe zwar die anderen alle gespielt, ich kenne das grundsätzliche Lore der Fallout-Welt, aber das Spiel hier, habe ich noch nicht gespielt. Naja, schauen wir mal. Das wird schon irgendwie mal werden. Das wird wieder so eine etwas längere Geschichte werden. Und das Spiel war bis vor kurzem tatsächlich für knapp 8 € noch im PlayStation Store. Ist mittlerweile jetzt wieder teurer, was glaube ich nur bis zum 24. lief. Und wir heute schon den 28. haben. Also damit zumindest die Folge rauskommt. So, jetzt stehe ich hinter dir. Yippie-yay! Oh, ich kann nicht. Okay, ich kann mich nicht in Deckung gehen. Warte mal, ein Team Warte, einladen. warte. Ja, ich kann nicht im Team einladen, oder? Habe ich gerade gemacht. Ja. Warte mal. Kann ich das jetzt? Und hör auf, mit der Waffe auf mich zu zielen. Ich mach gar nichts. Steckst du weg, Viereck gedrückt halten. Vier drücken. Ja. Brauchst du eben momentan noch nicht. Warte mal. Ach, vier gedrückt halten. Ja, okay. Jetzt, ja. Gut. Alles Genau. klar. Dann, weil hier unten sind Feinde, hier So. unten rechts habe ich zumindest entdeckt. Hier laufen 3 Leute rum. Hier links sind Ghule, müsst ihr aufpassen. Und wir gehen jetzt hier runter zu den Frauen da unten. Alles klar. Und jetzt sehen wir zum Beispiel auch links unten angezeigt unsere Level, unsere aktuellen Gesundheitszustände und. Und jetzt können wir auch zusammen zocken. Also dann habe ich tatsächlich in der letzten Folge ein bisschen Bullshit erzählt, von wegen wir treffen uns direkt am Anfang. Wir müssen quasi uns erstmal gegenseitig joinen. Aber das passt schon. So, einmal Lacey und einmal Isella. Ist das egal, wenn wir mal quatschen? Da steht ja oben dran, wenn du sprechen sollst. Wir Pennington. Ja, da musst du erstmal oben mit dem Roboter quatschen. Das hat er schon gemacht. Okay, warte mal, dann gehe ich dann nochmal hoch schnell. Ah, mit L1 kannst du sprinten. Also L1 gedrückt, L3 gedrückt halten, kannst du sprinten. Ach, dann ist das hier Pennington, okay. Hast du eine Ahnung, was die beiden hier oben machen? Denkst du, sie führen was im Schilde? Was war hier draußen los? Hast du die Ausführung gesehen? Ich sollte mich auf den Weg machen. Ich will erst mal wissen, was hier draußen Bis los vor war. kurzem war es außerordentlich friedlich. Ich blieb auf meinem Posten, begrüßte Nachzügler aus dem Vault und ergötzte mich an der natürlichen Pracht von Appalachia. Aber kürzlich scheinen Menschen nach Appalachia zurückgekehrt zu sein. Diese zwei und noch
noch mehr. Von der Nicht-Wond-Sorte meine ich. Alles höchst beunruhigend. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Hast du alle Sachen einmal durchgesprochen von ihm? Nee. Du hast auch nur gefragt, was hier draußen los war, oder was? Ja. Entschuldigung, die Frage. Ja, ich habe aber auch Gespräche hier. Ich muss auch aufpassen. Oh, Entschuldigung, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, ich spiele auch, Kev. Uhu. Gut, dann komme ich jetzt zu dir runter. Sprich mit Lacey. Wie Kev sich einfach mir ins Bild schmuggelt hier. Gott verdammt! Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt. Das ist eine neue Bar da unten an der Straße. So ein Kerl hat erzählt. Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast. Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, weißt schon, das große Ding liegen soll. Die letzte Chance, unsere Pechsträhne zu beenden. Bastelwerkbank, okay. Ich habe auch ein großes Ding. Spaß. Erzähl mir mal die Bar, klingt gut. Das ist ein Stück Zivilisation in der Region. Da gibt's Leute und Alkohol. Ist eine gute Anlaufstelle, um Infos zu kriegen. Du weißt schon. Das Ding, wegen dem alle zurück sind. Der Schatz. Was? Schatz? Ah, gab eine Funkmeldung dazu. Aber solltest du nicht wissen, dass er da drin ist? Ich habe es dir gesagt, Lacey. Der Typ hat uns betrogen. Aber das waren unsere letzten Kronkorken. Nein, irgendwer muss ja was wissen. Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben. Wunderbar. Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast. Ist nur fair, dass ich mich revanchiere. Hast du irgendwelche Fragen? Moment. Wir haben dich ohne eine Waffe losgeschickt? Unbewaffnet wäre das eine kurze Reise. Hier. Danke. Die Machete. Bitte mal weg. Sei vorsichtig da draußen. Ich glaube, der Machete jetzt gekriegt noch zusätzlich neben der Handfeuerwaffe. Na da. Gut, dann müssen wir jetzt. Jo. Was? Ah ja. Hier. Ja, schon gesehen. Nehmen wir einfach mal alles mit. Alles nehmen. Perfekt. Haben wir. Auch ganz wichtig, immer alles Schränke, alles gucken, was da drin sein könnte. Jo, alles klar. So. Wo ist denn dieses, warte mal, wo war die Karte? So, ne? Touchpad. Ach, da unten, okay, ja. Haben wir noch ein Stück vor uns, komm. Hier ist Gott sei Dank nicht so schlimm mit der Steuerung wie bei Tower Fantasy, wo du erstmal 10-mal den Touch bedrücken musst, weil alles noch der. Irgendwo ist hier noch ein anderer Spieler auf jeden Fall gerade. Ja, ich hab's schon gesehen. Also ich hab's ja schon eingangs gesagt. Weil wir haben nicht geschossen. Ich hab's ja eingangs gesagt, dass wenn wir auf andere Spieler stellen, normalerweise lassen wir die Leute in Ruhe. Oben links ist auch was. Oh, noch ein Ghoul. Ja, oben links, oh. Dann hab ich. Und mit Viereck kannst du da, ja, mit Viereck war ich schon richtig, kannst du nachladen. Wo ist der jetzt hingefallen? Ach hier, okay, der hat nichts dabei. Der hier, Patronen und Klebeband. Oben auf dem Fels ist noch einer. Steampacks. Glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte mal, wo war denn der? Hier ist noch einer, aber hier hat auch nichts. Hier, wo ich stehe, weißt du, hat er da für dich auch nichts oder hat der dann quasi nur für einen irgendwie mal nichts?
Das weiß ich eben nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Dann guck den anderen nochmal mit durch, bitte. So, ich gehe mal gerade hier zu dem Turm hier. Hier ist ein Turm. Bitte mal. Ich nehme das Staatsgas mit. Kann ich ja mal gebrauchen. Da ist ein Fuchs. Und noch mehr Ghule da unten. Vorsicht. Da kommt einer auf dich zugerannt. Ja, so. Ist tot. Zweites ist auch tot. Jo, Hammer. Check ich gerade mal den einen aus. Gibt es sowas wie Fallschaden? Ich geh mal zum Turm hier. Gibt es sowas wie Fallschaden? Schwacher will der Ghoul. Ja. Denk bestimmt. Also der hat auf jeden Fall was. Hier spricht auch jemand. Und links wird immer wieder... Ja, aber den können wir nicht hören, weil wir in einer Party sind. Das ist es halt. Also wie gesagt, normalerweise sollte er uns nicht jagen. Das könnte auch ein neuer Spieler sein. Vom Level her definitiv. Hier ist was, Erste Hilfe. Hier unten unter dem Tisch. Ja, hier das ist glaube ich auch noch genau. Hier ist noch eine Kochstation hier. Der steht vor uns, der Typ. Hat der auf dich gerade geschossen? Ja, der hat auf dich geschossen. Und ich habe keinen Schaden abgekriegt. Ja. So. Pack die Waffe weg, Kollege. Ich mach nichts. Alles der hat das Spielsystem auch noch nicht. Der hat das Spielsystem auch noch nicht ganz verstanden. Okay, jetzt packt er auch seine Waffe weg. Alles gut. Sorry, wir können nicht. Ja, an solchen Kochstationen übrigens, wie du da, wo der sich gerade hingesetzt hat, da kannst du Kakerlakenfleisch, Hundefleisch, alles was du so. Pass auf, der steht hinter dir mit der gezogenen Waffe. Mach dich ab. Ja, komm. Mach dich ab. Verzisch dich. So, komm. Was ich gerade sagen will, dass es an der solche Kochstation da kannst du alles mögliche, was du im Fleisch findest. Kakerlakenfleisch, Hundefleisch, alles mögliche. Kannst du kochen. Das bringt dann mehr Leben, als wenn es ungekocht ist. Der hat ja eigentlich aber auch keinen Schaden zugefügt, ne? Die kleinen Schaden. Ja, glaube ich, ja. Also man sieht ja ganz unten ein bisschen was weg, aber du hast ja wegen den Ghouls. Ich kann halt leider nicht mit dir kommunizieren. Wir können nicht mit dir kommunizieren. Wo so ist der Vertibird? Ich hör ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ja, rechts über dir. Ist er weg? Rechts über dir. Rechts über mir? Da oben, guck mal gerade zu. Ach da, ja. Ja, okay. Also wenn du das meinst. Ja, das ist ein Vertibird. Ich bin ein bisschen misstrauisch immer noch in dem Typen. Nicht, dass der uns gleich irgendwo in den Rücken fällt. Da unten sind Häuser, können wir mal durchsuchen gehen. Ja, machen wir mal. Ja, vielleicht war er misstrauisch, weil ich mit der gezogenen Waffe auf ihm gestanden geguckt habe. Das war natürlich auch. Ja, der ist auch neu, der rafft das noch nicht. Ich nehme hier diese Rußblumen mit, die hier an der Seite, diese blauen Blumen. Ja, kannst du auch machen. Damit kannst du auch später, glaube ich, irgendwie Tränke oder irgendwas herstellen, so ein Kram. Hm. Ich glaube, da vorne rennt er gerade. Ist doch der Typ. Weiß ich nicht. Der hieß irgendwie Assassin 4 oder so. Bist du in... Ich bin hinter dir. Mir, ja, ne? Ja. Ich bin folgt dir. Diese Retürsche dürften eigentlich nichts machen. Die dürften, glaube ich, nicht angreifen. Das ist ein... Das sind zweiköpfiger. Ja. Die rennen einfach nur weg, die sind scheu. So, jetzt muss man nur aufpassen, hier könnten natürlich auch wieder Ghule sein. Der Typ ist aber schon irgendwo da drin, der ist in der Scheune gerade. Ja, nochmal, ich hab's ja schon gesagt, also wir könnten ihn natürlich ganz töten. Da vorne ist auch da sind auch noch mehr Spieler, oder? Ja, pass auf, das sind 22er. Da ist der, ja, der läuft da vorne rum.
Lass einfach in Ruhe hier, einfach alles absuchen. Ja, was ich aber gerade sagen wollte. Was die anderen. Der jagt sich jetzt mit denen an, also ich glaube, das ist ein Fehler. Oh, Spielzeugauto, nimm mal mit. Der rafft das einfach nicht, dass das, ja. Ja, dass man nicht einfach überall hingeht und die Leute anschießt. Der wird das sowieso bitter bereuen, weil der, wie gesagt, nochmal, der ist halt selber Level 2 und der andere ist halt 22, der da rumrennt. Und wir spielen halt quasi mit allen Spielern, die dieses Spiel aktuell spielen, auf dem einen Server. Das ist ähnlich wie zum Beispiel in DC. Hier, wenn du hier sowas hier hast, Holzhaufen und sowas sammeln, auch immer alles mitnehmen, ne? Gibt's eine Begrenzung? Ja, du hast Gewicht. Irgendwann bist du zu schwer. Irgendwann sind deine Taschen voll. Das kannst du aber auch später, wenn du dann auflevelst, kannst du das auch verbessern, wie viel du tragen kannst, wie viel Schaden du nehmen kannst, bla bla bla. Okay. Weil das Holz und sowas brauchst du, weil du kannst ja später auch dir eine eigene Basis und sowas bauen, ne? Ja, ich bin jetzt gerade mal hier mit rein, also wie gesagt, wir sind es nicht. Der ist auch da irgendwas am Machen gerade. Ich guck nur gerade mal drauf. Der hat den erschossen. Die liegt da. Ja, ich glaube, der hat sich gerade mit dem falschen Gegner angelegt. Ich hoffe, dass er versteht. Der ist jetzt weggegangen von der Dings. Alles, was praktisch. Komm mal hier zu mir. Wo bist du gerade hier? Ich bin immer noch hier im Boden. Wenn du jetzt zum Beispiel auf den hier zielst, siehst du, dass oben das Ding hell ist. Ja. Richtig? Ja. Es ist weiß, die Gleise. Das heißt, der tut dir nichts. Das ist ein Freund. Wenn das rot wäre, wäre es ein Feind. Ja, das habe ich schon erkannt. Wenn du die Ghule anziehst, dann sind die meistens rot. Ja, das habe ich eben schon erkannt, dass die Ghule rot angezeigt wurden, ja. Das. So. Also der scheint wohl gerade, ich hoffe, dass er zumindest der andere Spieler, der 22er, jetzt ein bisschen erkannt hat, dass wir freundlich sind, weil wir nichts machen. Weil ja, das einfach ruhig viel. Bleiben und nicht solange wie wir nicht irgendwie hier irgendwelchen Scheiß machen. Obi-Wan Elasi lädt alle Spieler ein. Tolles Zwanglos-Team erstellt. Wir bleiben aber unter uns. Also sind tatsächlich schon noch einige Leute, die mitspielen. Die hier, der nächste schon wieder. Tschechische Operation-Team. Kev, seitdem die Serie läuft, explodieren die Spielerzahlen. Ich hab's mitbekommen, ja. Ich kann übrigens die Serie nur empfehlen. Wer Amazon Prime hat, auf jeden Fall reinschauen. Ich hab's tatsächlich, hier ist die Kiste, ich hab's tatsächlich noch nicht geguckt. So, wir nehmen mal den Schlosser, haben wir den Schraubenzieher mit. Die rote Kiste auf dem LKW. Ich hatte Klebeband und Schere drin, also es ist doch unterschiedlich. Ich hab mal die Frage. Oh, warte, ist ein Ghoul. Wow. Hab ihn. Hinter dir ist noch einer. Also links von dir. Oh. Auch weg, Jut. Bleistift. Was die auch manchmal einstecken haben, ist interessant. Ich hab Zahnpasta. Und eine Patrone und einen Tafellöffel. Patronen sind immer gut. So, warte mal kurz, ich gucke noch auf die Karte. Wir müssen einfach der Straße hier folgen, dann kommen wir zum Wayward. Also das Spiel spielt quasi von uns jetzt gesehen 50 Jahre in der Zukunft. Wir sind ja im Jahre 2076, hat er eben gesagt. Um es mal so auszudrücken, Kev, wo bist du auch da? Vor dir. Das Spiel an sich, also auch Fallout 4 und so, das Spiel zwar, wie soll ich sagen, jahreszeittechnisch in der Zukunft, aber die Technik und die Basis spielt praktisch in den, glaube ich, 70er oder 80er Jahren. 1776. Also irgendwie sowas. 1776. Das habe ich schon verstanden durch das Intro. Und die Technik, warte mal, da vorne ist wieder. Aber wenn du dir die Autos anguckst, ist alles sehr, sehr 80er Retro geschwungene Autokrempel. Bisschen vorsichtig sein, ich bin jetzt hier. Doch. Oh.
Versteinerte Leiche. Was ist das für? Super. Oh! Oh, Alter. Die schießen auf einen. Okay. Die sind, also das Grün ist auf jeden Fall Radioaktivität. Ja, ich sehe es. Aber auch nicht lange. Miau? Wo ist die Katze? Wo ist eine Miet? Ich höre sie doch, draußen schon wieder wahrscheinlich. Miau. Ja, ich habe sie gehört, draußen wahrscheinlich, oder? Kann sein, oder oben. Ich gehe mal ins obere Stockwerk. Ich höre sie auch auf dem... Hier ist ein Koffer. Klebeband. Hier sitzt du doch. Wir müssen Cheswick der Zweite, Stufe 2. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte beim Gronkh kurz reingeguckt und hatte das, die Katze gar nicht gesehen, ja. Backwater Brew, ein Whisky, glaube ich. Hallo, Katze. Ja, man kann die Tiere. Man kann die Tiere übrigens auch erschießen. Wir machen es aber nicht. Also zumindest. Nein. Nein, es tut keiner der Schmieds was. Also, da werde ich aber fuchsig. Wer Wuffis oder Mietis hier, das geht gar nicht. Nein. Wir wehren uns nicht. Also, Kuhle drüben in der Scheune. Ich sehe es. Ist tot. Der hat keinen Kopf mehr. Aber, warte mal. No. Da kommt noch einer daher gedackelt. Okay, das sind neue Gegner, kenne ich nicht. Stufe 3. Die sind mir neu. Da kann ich dir da noch nicht viel zu sagen. Wow. Oh, Alter. Ich weiß, dass die Tante vorhin irgendwas von den Verbrannten erzählt hat, aber wirklich kann ich dir nicht so viel dazu sagen. Ich war schon am Bluten. Jetzt bin ich am Bluten. So. Verbrannt. So, warte, ich habe noch Schutzkleidung aufgehoben. Ich muss die erstmal anziehen. Hier ist wieder Versteinerte. Das sollten wir lassen, weil die sind wieder radioaktiv, die Typen. Dann kannst du anfangen im Dunkeln. Alter, hier sind doch einige. Hier kannst du. Dann kannst du nämlich schön strahlen. Strahlen wir um die Wette. So, gut. Stand together. Good baby. Ja, Musik war schon immer eine der besten Sachen bei Fallout. Okay. Wir sind immer noch nicht so weit, dass so, wir das filmen. Waren wir hier schon drin? Wir sind fast da, aber es ist immer wichtig, looten, ist immer ganz wichtig. Immer alles untersuchen, gucken. Ich guck ja zum Beispiel eine Bastelbank, da kannst du bestimmt nochmal irgendwelche Sachen verbessern. Was, wie heißt der? Ach so, ich habe was anderes gelesen. Ich habe den Hotenhengst gelesen, deswegen musste ich kurz überlegen. Ja, irgendwie sowas habe ich jetzt auch gerade bei dir genommen. Ja. Nee, er heißt Floderhengst. Oh, hier ist ein Schraubenschlüssel. So. Nehmen wir mit. Das kann ich hier nochmal bearbeiten. Hier soll man Schraubenzieher. Und ein Kanister. Ah, hier könnte ich zum Beispiel Granaten und Munition herstellen. Ja. Ja, warst du schon. So. Geh mal kurz dran. Ich bin gerade dran an der Geschichte, ja. So. Alles, was du herstellen könntest, würde hell dargestellt werden. Da hast du praktisch alle notwendigen Utensilien für gesammelt. Da wäre dann der Name hell angezeigt. Ja, so wie bei mir jetzt beschmolche Beton und Holz und Keramik. Also Großmenge. Ja. Kann ich aber momentan noch nicht allzu viel machen, deswegen werden wir es auch wieder verlassen. Oh hier, guck mal. Was hat der gemacht? Rasenmähen oder was? Ne? Gepflügt oder so? Wahrscheinlich. Da ist ja wirklich, wie ich das glaube ich gelesen habe, eine Atombombe runtergekommen, ne? Oder bekommen hab. Atomkrieg ist das Thema, ja. Deswegen sind die auch alle radioaktiv verseucht. Hm. Und auch das Wasser, ne? Du kannst das Wasser nicht einfach so trinken aus Flüssen und so, weil es alles verseucht ist. Das musst du erst kochen.
Hast du die Macheten mitgenommen hier? Hä? Achtung, hinter dir! Hier, die Papiertüte, die braune, die hier stand. Macheten. Hier steht nichts. Okay. Vielleicht hast du sie zerschossen. Weil da waren zwei Macheten drin. Kann ich dir irgendwas geben? Warte mal, kann ich das mit dir? Wir könnten auch handeln, ja, aber alles gut. Nee, ich will was anderes versuchen. Kann ich das nicht einfach so mit random schenken? Weil ich habe ja drei. Wenn du mit L gedrückt hast, dann kannst du mich zum Handeln einladen. Warte mal, ich guck gerade. Ich habe doch irgendwie Macheten ohne Ende. Angeboten. So, ich schicke dir mal eine Machete für 20. Kannst du das irgendwie annehmen oder so? Warte. Weil ich habe drei Stück, ich brauche nicht alles. Na, da müsste ich dir aber Geld für geben. Aber warte, wie viel habe ich denn? Ich habe keine Kronkorken gerade, oder? Nee. Achso, Kronkorken ist das. Nee, wir haben keine. Ja, Kronkorken ist die Währung in Fallout. Okay.